Willkommen zurück zu Life is Feudal. Wir haben ja da jetzt die Öfen angestellt. Und wollen ja Masonry pushen. Ich habe jetzt während der Nacht auch mal nochmal genau nachgeschaut. Level 45 brauchen. Ach Quatsch, Level 65 brauchen wir. Ups, Sonne. Och nee, ist nicht wahr. Ah, es gab währenddessen einen Tageswechsel und unsere Baustelle ist weg. Ach, und da waren 400 Steine schon drin. Ich wollte sie nur noch bauen. Ach, verflixt. Ja, seitdem sie das mit dem gemacht haben, dass die Baustellen verschwinden, ist es natürlich dann zum Tageswechsel ein bisschen blöd. Zumindest mal, wenn die außerhalb des Bereiches ist. Aber naja, okay. Dann nochmal zurück zu Anfang. Arg ist jetzt nicht wahr, oder? Könnten es reparieren. Na, so ein Mist. Gut, war klar, dass sie nicht ewig hält. Wir haben ja schon der ein bisschen was gemacht. Und wird jetzt mal Zeit, dass wir uns ein anständiges Werkzeug hier holen. So, auf ein neues. Ne, nicht drop. Da muss ich hin. Craft. Handle. Aber für die Spitzhacke brauche ich, glaube ich, die Ingots. Brauche ich einen oder mehr? Komm, wir holen mal Eisen-Ingots. Anderen Hammer anziehen. Ausrüsten nicht anziehen. Pickaxe. Dachte ich mir, dass es zwei sind. Machen wir auch gerade mal zwei. Dankeschön.
Ja, gut, kann sich sehen lassen. Nicht gerade das Beste, aber auch nicht gerade das Schlechteste, was wir hier hergestellt haben. So, gucken wir nochmal nach den Öfen. Die haben ja über die Nacht durchgekocht. So, wenn wir die Öfen jetzt aber leer gemacht haben, dann werde ich mein Augenmerk direkt auf das Skill setzen. Das heißt, ich mache die jetzt erstmal aus. Ist dann jetzt, da wir nur das eine Tor hier haben, doch ein bisschen blöd hier dauernd außen rum zu laufen. Aber wir wollten es ja nicht anders. Hört einfach auf. Ich frage mich gerade echt, was hier an Intelligenz gesteigert wird, wenn ich stupides, ja, Eisengießen mache. Ja, increased. Es wird mehr. Sonnenaufgang und jetzt ist wieder nebelig. So, mal gucken, ob wir das Level 65 flott hinkriegen. Wäre wünschenswert. So, noch zwei Barren. So. Wird jetzt kurz als Zwischenlager benutzt, aber ich bin ja jetzt. Oh Mann, ich bin ja da. Nur dran denken, dass ich später mitnehme. Weil. Ich denke mal, wenn es Eisen
Barren sind, die sind dann schon wieder begehrter. Da hat man sich nämlich das Einschmelzen ver... Ja, da hat man sich das Einschmelzen gespart. Verbraucht nicht so viele Ressourcen und Zeit. Ich dachte gerade, was ist denn das? Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Hey, warum willst du jetzt nicht mehr? Wir könnten rein theoretisch auch hier runtergraben. Fällt mir mal so ein. Ich habe mal gehört, dass so oberflächliche Minen, also oberirdische Minen, besser gesagt, die Server-Performance beeinträchtigen sollen. Kann ich jetzt persönlich nicht so wirklich bestätigen, weil jedes Feld, das bearbeitet wird, geht auf die Server-Performance. Wenn was oberflächlich gemacht wird, geht es halt noch zusätzlich auf den Client. Das habe ich gemerkt, weil der muss hier die Grafiken dann anpassen. Oh, Herr. Dann mal gucken, wie das dann wird, wenn wir hier runtergraben. Ob wir dann auch hinten an den Sand kommen. So, und dann viermal bauen. Fünfundzwanzig Level, das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Das heißt, wir müssen mindestens 25 Mal noch ausbauen. Da wir immer knapp 100 Steine verbauen, sind wir bei 2500 bis 3000 Steinen, die wir wohl noch brauchen, bis wir es auf 65 haben. Wenn nicht sogar einen Ticken mehr. Ja, das ist noch ein bisschen. Zum Glück haben wir ja den Multiplikator. Wenn wir den jetzt nicht hätten und wir würden immer noch mit dem, was ist, wenn wir uns von Äpfeln ernähren, was war das, 0,5? Das wäre hart. Dann bräuchten wir fünfmal so lange. Bringen die sechs Steine überhaupt noch was? Ich glaube, die Dauer, bis wir die reingeklopft haben, das steht. Naja. Naja, naja.
0,07. So, weiter geht's mit dem Hacken. Oh, das war schön getimt. Stück für Stück geht's voran. Aber das kennen wir ja bereits. Life is Fuel ist jetzt nichts für Ungeduldige. Und ab und zu will's einen verarschen. Konstitution und Stärke geht recht gut hoch. Was meint das? Warum hab ich nur... Hä? Naja, egal. Brauchen wir die letzte Tour nicht zu bauen. Die übrig gebliebenen Steine, die... Wenn denn überhaupt welche übrig bleiben jetzt. Wir sind ja wieder im Level gestiegen. Ja, genau 100 gehen raus. So. Eins Komma eins. Wenn wir mit der Mauer fertig sind, sind wir auf Level 50, dann sind es noch 15. Abreißen muss ich.
Das war auch gerade irgendwie ein Kurzschluss bei mir. Wollte gerade nachgucken, warum sich die Mauer nicht errichtet hat, aber wir haben hier nur Steine reingebaut. Fehlt ja noch die Hälfte. Über die Hälfte. So, dieser Block müsste auch bald verschwinden. Ups. Diese Nachricht kenne ich noch nicht. So. Bin mal gespannt, was sich aus diesen Nachrichten hier entwickelt. Aktuell haben die meisten ja noch keinerlei wirkliche Bedeutung. Guck mal da, hat doch tatsächlich gepasst. Brauchen wir noch 180 für die Mauer. Ich denke mal, wir werden da noch viermal die Mauer errichten müssen, bis wir unser Level haben. Und so wie es aussieht, braucht der Herr hier noch eine kurze Verschnaufpause dazwischen. Na, schon kriegen wir nur noch 1,0. Wird jetzt rapide weniger. Es könnte sogar sein, dass wir noch 5 Mauern brauchen. Ja, Stück für Stück. So, wieder abreißen.
Ich finde, so eine sich drehende Windmühle sieht einfach genial aus. Auch wenn man sie jetzt da hinten nicht mehr wirklich so gut erkennt. Durch diesen Nebel hier. Der Nachteil an der ganzen Sache ist natürlich, wenn wir jetzt die anderen Skills hochpushen, wir können dann deutlich weniger tragen. Aber wenn wir Intelligenz hochkriegen wollen und irgendwie mal Richtung Kampfskillen, bleibt uns da nichts anderes übrig. So, ja, diese Kanten. Diese Kanten. Könnten hier ja normalerweise jetzt geradeaus gehen, ne? Müsste jetzt funktionieren. Moment, voll. So, mal gucken, wie weit wir kommen. 54, 58 wahrscheinlich so rum. Ja, die 58 werden wir wohl noch kriegen. Aber ab 60 geht's ja auch nochmal ein gutes Stückchen langsamer. Aber wir bleiben jetzt dran. Und dann bauen wir unser Lager fertig. Und ab dann sollten wir deutlich safer sein wie jetzt. Ich hab's einfach vertrödelt, muss ich ehrlich gestehen. Achtundfünfzig. Ja, mit dem nächsten gehen wir auf einen Ticken über 60 und dann weiß ich nicht, wie schnell das dann hoch oder runter geht. Also, das gilt selbst hoch und wie schnell es hoch geht, je nachdem, wie schnell das dann runter geht, bin ich jetzt mal gespannt. Weil ab 60 soll's ja noch, gibt's ja noch mal so einen Knick und ab 90 noch mal. Bis Level 60
hast du ja einen Bonus drauf, wie man levelt. Und ab Level 60 ist es dann. Sie haben es beschrieben mit normal. Ja, gut. Kann ich mir jetzt halt nichts drunter vorstellen, so was jetzt da normal ist. Fehlen mir die Vergleiche. Wie ich mit meinem anderen Charakter das letzte Mal Mercenary gepusht habe, gab's das zu so noch nicht. Deswegen, naja. Gut, da wir aber jetzt leider schon wieder am Ende einer Folge sind, werden wir das restliche Pushen des Skills in die nächste verschieben. Und ja, dann haben wir bald unser Lager. Oder mal schauen, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.